So ihr Lieben, wir fangen jetzt an. Ich muss mir gerade kurz das Grinsen verkneifen. Ich habe eben gerade die Feststellung gemacht, dass ich wirklich wohl so ein bisschen hängen geblieben bin. Und zwar einfach so im Alter von 11 oder sowas. Ich habe mir eben gerade nochmal einen neuen Spot zu Godzilla Kong angeschaut, den kannte ich zumindest noch nicht. Und da haben die Spielzeuge vorgestellt und die Stimme im Hintergrund war so total überzogen, theatralisch und hat dann irgendwas erzählt von wegen "He is not just the new evil, he is the Scar King." Und meine Reaktion darauf ist einfach gewesen, wow, ich bin einfach so ein hartes Marketingopfer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob ich in Zukunft auch meine Videos so theatralisch präsentieren soll. Nee, mache ich auf gar keinen Fall. Wir reden jetzt hier über eine sehr nette Theorie, die sich anhand ein paar Informationen, die uns Trailer 2 zu Godzilla Kong gegeben hat, zusammengewurschtelt hat. War das ein richtiger Satz? Ey, heute ist wirklich... Auf jeden Fall sprechen wir jetzt mal über genau die Theorie und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, die hatten wir auch schon mal gemeinsam auf Twitch besprochen gehabt und ich glaube tatsächlich, dass hier etwas dran sein könnte. Wir reden heute über den ominösen Krieg der Kaijus. Wie hat er begonnen? Wer ist möglicherweise daran schuld? Und naja, noch so ein paar Side-Informationen, die wir eben bisher noch nicht kannten. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. It is not just a war, it's a war of the Titans. Ich glaube, ich wäre sehr gut als diese Stimme. Okay, Spaß beiseite, lasst uns mal wieder jetzt hier mit diesem richtig groben Pseudo-Ernst an die Thematik Monsterverse rangehen. Wir wissen ja aus dem Film Godzilla vs. Kong, dass es einen Krieg der Titanen gegeben hat. Dieser Krieg hat wohl fokussiert umfasst einmal die Rasse der Godzillas und eben auch der Kongs. Allerdings wissen wir hierbei so gut wie gar nichts weiteres über diesen Krieg. Wir wissen weder, wann der Krieg wirklich genau stattgefunden hat. Wir wissen vor allem auch nicht, warum der Krieg begonnen wurde. Und was wir ebenfalls nicht wissen oder jetzt eventuell dann doch wissen ist, welche Rolle Scar King bei der ganzen Nummer gespielt hat. Denn ja, der Arbeitstitel von Godzilla Kong sollte den Titel Origins betragen. Das heißt zu Deutsch so viel wie Ursprung. Und der Arbeitstitel hier wird ebenfalls auch eine Rolle in dem Film spielen. Laut Gerüchten derjenigen, die bereits ein Testscreening von der ganzen Nummer gesehen haben, soll ein relativ großer Rückblick Teil dieses Films sein, der uns eben zurück in eine Zeit katapultiert, in welcher es fokussiert und zentral um den Krieg der Kaijus gehen sollte. Das heißt, genau dieser Krieg scheint im neuen Film eine Rolle zu spielen, also der Ursprung von etwas scheint hier mit in die Story eingewebt zu werden und wir wissen eben noch gar nicht genau, worum es da geht. Seltsamerweise schlägt genau jetzt eine Figur wie der Scar King, wie der Scar King auf den Plan und da kommt dann doch irgendwie die Frage auf, hat das irgendwas miteinander zu tun? Der zweite Trailer könnte uns hier bereits eine Kleinigkeit über diesen Krieg verraten. Ebenfalls werde ich hier auf den offiziellen Kong Skull Island Comic eingehen, der immer noch Teil des Monsterverse ist. Ein paar von euch haben mir geschrieben, ey Tobi, Mann, die Comics sind gar nicht mehr Kanon zum Monsterverse. Ich weiß nicht, wo ihr das her habt oder ob ihr immer einfach nur den Drang habt zu widersprechen. Doch, ich habe nachgeschaut, diese Comics sind noch offiziell im Kanon verankert. Und auch hier gibt es eine relativ auffällige Stelle, die uns möglicherweise noch ein bisschen mehr verrät. Ja, tatsächlich scheint es so, als würden Scar King, der Krieg der Kaijus und eben auch der Tod von Kongs Eltern alle miteinander verwoben sein. Beginnen wir erstmal damit, was uns der zweite Trailer jetzt wirklich verraten hat. Wir erfahren ja durch die Hintergrundstimme von Rebecca Hall, dass sowohl die Godzillas als aber eben auch die Kongs eine Art von Aufgabe hatten. Die Kongs waren immer die Wächter der Menschen, während hingegen die Titanen, also ich gehe mal davon aus, sie meint damit einfach die Godzilla-Spezies an sich, für das Gleichgewicht und den Erhalt der Natur zuständig gewesen sind. Laut einigen Theorien haben wir jetzt hier bereits den Auslöser für den Krieg der Kaijus bekommen. Denn was gibt es mehr an Widerspruch als gleichzeitig die Menschen und die Natur auf eine Stufe zu setzen und eben zu schützen? Die Antwort ist fast überhaupt gar nichts. Die Menschheit zerstört die Natur, seitdem wir wirklich dazu in der Lage sind, irgendwas kaputt zu machen. Und genau das soll laut dieser Theorie auch dann der Grund dafür gewesen sein, dass die Kongs und die Kaijus aneinander geraten sind. Denn die Godzilla-Spezies sollte wohl ein Problem damit bekommen haben, dass die Menschen immer mehr angefangen haben, auf der Welt bestimmte Sachen zu beeinflussen. Und ja, der ganze Krieg muss ja vor Ewigkeiten gespielt haben, das heißt, so einen Rieseneinfluss wie heutzutage können die Menschen noch gar nicht auf die Welt gehabt haben. Allerdings soll das wohl schon
der Anfang dafür gewesen sein, dass die Godzillas dafür gesorgt haben oder eben dafür sorgen sollten, dass die Menschen von der Oberfläche der Erde in die Hollow Earth runter verschwinden. Das konnten die Kongs allerdings nicht zulassen und sind deswegen mit den Godzillas aneinander geraten. Aus diesem Grund sollen wir nach dieser Theorie auch die Menschen, die wir auch im Trailer gesehen haben, die in der Hollow Earth leben, nun da unten vorfinden, weil das eben Nachfahren der damals vertriebenen Menschenspezies sind, die nun eben in der Hollow Earth unten wohnen. Ein Überbleibsel dieses Kriegs der Kongs gegen die Godzillas soll niemand Geringeres als Scar King gewesen sein, der dann seinen Rachefeldzug letztendlich vollenden wollte. Nehmen wir uns zum Beispiel einfach mal diesen Comic, den ich dir gerade mal eingeblendet habe, den offiziellen Kanon-Comic zum Monsterverse, in welchem wir erfahren, was damals wirklich ebenfalls noch abgelaufen ist und warum Kongs Eltern zum einen aus der Hollow Earth an die Oberfläche flüchten mussten und eben dabei Skull Island rausgekommen sind, zum anderen aber auch, wie sie ihren Tod gefunden haben. Im Groben zusammengefasst war das eine schiere Anzahl an Skullcrawlern, die die letzten Überlebenden nach dem Kaiju-Krieg der Kongs eben angegriffen haben. Im Comic wird ganz klar darauf eingegangen, dass diese Skullcrawler nahezu aus dem Nichts gekommen sind und dass die Kongs ihnen eben auch nur aufgrund ihrer schieren Masse unterlegen waren. Wir sehen dann kurz darauf hin, wie es Kongs Vater, also der damalige King Kong, und seine Mutter, die hochschwanger gewesen ist, an die Oberfläche schaffen und da eben fliehen wollen und genau dann eben bei Skull Island rauskommen. Kong wird kurz darauf geboren und seine Mutter und sein Vater werden von weiteren Skullcrawlern, die den beiden gefolgt sind, umgebracht. Die Theorie besagt, dass wir nun ebenfalls im Trailer einen Hinweis darauf bekommen, dass der gesamte Konflikt zwischen Kong und Scar King wesentlich persönlicher sein wird, als wir das bisher erahnt haben. Denn auch hier sehen wir, wie Kong aus der Hollow Earth flüchtet und sehr wahrscheinlich passiert diese Fluchtszene kurz nachdem Kong den Kampf gegen Scar King und anscheinend eben auch Shimo verloren hat. Daraufhin bekommt Kong seinen Metallarm, wird wohl wieder entdeckt von der Armee von Scar King und muss daraufhin flüchten. Kong wird also, genau wie sein Vater und seine Mutter, aus der Hohlerde an die Oberfläche verscheucht. Okay, und wie passt da jetzt irgendwie ein Zusammenhang zwischen da greifen Skullcrawler an, da greift Kong an? Wo ist jetzt hier wirklich der Moment, wo alles zusammenspielt? Die Theorie geht davon aus, dass Scar King bereits zu Zeiten der großen Harmonie, also als eben noch Kongs und Godzillas für diesen Einklang gesorgt haben, bereits da schon den Plan gehegt haben soll, sowohl die Hollow Earth als eben aber auch die Oberfläche zu kontrollieren. Als er die Kongs der Hollow Earth jedoch nicht von seinem Vorhaben überzeugen konnte, hat Scar King damit angefangen, die Kaijus zu manipulieren, die Titanen zu manipulieren, Verzeihung, und eben einen Krieg anzuzetteln. Die Kongs konnten diesen Krieg aber scheinbar nicht gewinnen, denn der Comic zeigt uns ja, dass die Kongs sich zurückgezogen haben und scheinbar war dann irgendwie doch der Sieg auf der Seite der Godzillas und deswegen musste sich Scar King nun eben einen neuen Plan überlegen. Und dieser Plan soll wohl relativ radikal gewesen sein. Er versuchte auf der einen Seite sowohl die gesamte Godzilla-Spezies zu vernichten, was ja möglicherweise auch gelungen ist, weil wir wissen immer noch nicht genau, warum jetzt wirklich alle Godzillas weg sind. Und auf der anderen Seite wollte er die Kongs entweder ebenfalls vernichten oder sie eben auf seine eigene Seite ziehen. Die Kongs, die er allerdings nicht auf seine Seite ziehen konnte, die mussten sterben. Wie gesagt, im Comic war ganz klar beschrieben, dass diese Skullcrawler wie aus dem Nichts gekommen sind und auch komischerweise nur auf diese Gruppe von Kongs losmarschiert sind. Die Theorie geht hier davon aus, dass Scar King tatsächlich die Fähigkeit besitzt, durch eine Art von Manipulation bestimmte Titanen seinem Willen unterzuordnen. Und ob er das Ganze jetzt mit der Peitsche macht oder eben nicht, ich meine, da gibt es auch schon weitere Theorien, die eben sagen, ja Tobi, guck mal, die Peitsche, die leuchtet doch ganz unten immer so komisch. Es kann gut sein und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass Scar King weiterhin so eine Fähigkeit besitzt. Weil dieses ganze Scar King kann Shimo kontrollieren, was sowohl in US-amerikanischen Magazinen beschrieben war oder ebenfalls bei Filmstart selbst war ein Artikel darüber, dass das wohl eine Fähigkeit von Scar King ist. Das kommt ja nicht einfach irgendwie von nirgendwo. Das heißt, laut dieser Theorie hat Scar King damals die Kong-Spezies extrem dezimiert, indem er eben einfach die Skullcrawler kontrolliert hat und sie auf die Kongs losgehetzt hat. Das heißt, Kongs Eltern sind nach dieser Theorie durch Scar King selbst getötet worden. Sie wurden erst vertrieben und danach eben vernichtet. Das würde der ganzen Nummer nochmal einen ultrapersönlichen Touch geben, wenn wir in diesem Flashback, der im Film auftaucht, wirklich erfahren, dass Scar King zum einen, möglicherweise auch durch Shimo, die restlichen Godzillas umgebracht hat und dann eben noch, und das wäre noch viel gravierender, wirklich für den Tod von Kongs Eltern verantwortlich gewesen ist und die eben vertrieben hat. Und wir sehen dann auch noch im Film selber, wie Scar King erneut
dafür verantwortlich ist, dass unser Godzilla möglicherweise eingefroren wird oder was auch immer das für eine Szene ist. Er wird auf jeden Fall noch einmal von Shimo besiegt und Kong wird erneut vertrieben. Das heißt, die Geschichte wiederholt sich hier in der ganzen Nummer und da bin ich einfach jetzt mal sehr gespannt darauf. Ich finde, die Theorie hört sich sehr sinnvoll an, das Ganze so in den Film mit einzubauen. Das könnte wirklich eine schöne, runde Geschichte werden. Hierbei ist aber eben nur die Frage, traue ich dem Monsterverse zu, so eine schön komplexe Geschichte dahinter aufzubauen? Es würde definitiv reinpassen, es wäre nicht zu komplex für das Monsterverse und ich bin der Meinung, irgendwas in der Richtung würde perfekt da reinpassen. Ob das jetzt wirklich 1:1 genauso ist wie in dieser Theorie, bleibt mal abzuwarten. Allerdings könnte der Krieg zwischen den Kaijus wirklich eben ausgelöst worden sein, weil die Menschen die Umwelt beeinflussen und die Godzillas eben die Umwelt oder die Natur beschützen wollen und die Kongs die Menschen beschützen. Das hört sich irgendwie sehr logisch an und würde auch Sinn ergeben, warum wir das dann genau jetzt in dem Film erfahren, in dem wir eben dann auch den Flashback bekommen sollen. Und auch die ganze Nummer mit Scar King, dass er bereits Kaijus kontrolliert hat und dann damit eben Kongs Eltern getötet hat. Auch das würde irgendwie Sinn machen, weil darauf auch nie wieder eingegangen wurde in irgendwelchen Comics. Also es gibt diesen einen Comic mit Kong, wo auch wirklich nur gesagt wurde, die kommen von irgendwoher. Das war es im Endeffekt gewesen. Es wäre also sehr schlau, hier nochmal anzusetzen und uns das Szenario einfach nochmal zu zeigen, was wir auch hier in Comicform bekommen haben und eben noch dazu zu erklären, dass das Scar King wäre. Ach übrigens sehen wir wahrscheinlich auch noch im Film, wie Scar King Zukos Eltern umbringt, was uns der Trailer ja auch schon so ein bisschen angedeutet hat und ey, das könnte ein wirklich emotionaler Endkampf werden. Was wäre das für eine Befriedigung, da ganz zum Schluss zu sehen, wie Godzilla, Kong, Zuko und vielleicht sogar noch Shimo, wenn sie nicht wirklich rein böse ist, dann gegen Scar King vorgehen und dem so richtig den Arsch aufreißen. Ich würde es auf jeden Fall ziemlich cool finden und naja, jetzt bist wie immer du gefragt, wie stehst du dazu? Schreib mir deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Weißt du was, gib der Theorie einfach mal eine Note von 1 bis 6 mit einer ganz kurzen Begründung, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.